MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening. Und ja, ihr seht, ich habe hier oben eine 1 und da eine 1. Das seht ihr wahrscheinlich nicht, weil meine Kamera da ist. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen, das ist halt ein bisschen suboptimal. Man sieht halt hier oben rechts mein Gesicht, aber das ist halt so. Ja, wir haben eine 1 und auch hier eine 1. Ich kann mal auf nicht zugewiesene Artikel gehen. Oh, ho, 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 Messi. Ja, wir haben Messi. Aber wie ihr seht, ist hier oben eine 5. Das bedeutet, wir haben Messi nur für 5 Spiele. Das heißt, wir müssen den irgendwann mal ausprobieren. Na gut, ich hoffe, euch wird es heute wieder gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und wir gehen jetzt direkt mal hier in den Shop. Haben hier ein Gratis-Pack. Machen wir direkt auf. Oh, den muss ich auch erstmal noch in meinen... Ah, okay, alle zum Verein. Oh, da muss ich Messi erstmal in den Verein packen. Okay, wir öffnen also das jetzt und gucken, was wir dort kriegen. Und boom, wieder Messi. Nein, es ist Ulreich, ein deutscher Torwart. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wen wir zuletzt hier als Torhüter hatten. Moretti, ja, also Ulreich ist schon mal ganz nett. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts Besonderes. Mal ganz kurz geguckt in unsere aktive Mannschaft. Ah, da hatten wir den von Lyon. Ach so. Wenn wir den also jetzt tauschen, mal in die Suche gehen. Ulreich ist... nicht so schnell. Also an sich eigentlich schwächer, ne? Okay. Ah, aber ein deutscher Torhüter ist da vielleicht auch nicht verkehrt. Dann ist die Seite halt wieder nicht so ganz zufrieden. Aber ja, vielleicht können wir den in Formspiel auch irgendwie gut verkaufen. Ich weiß nicht, ob es dafür ordentlich Geld gibt. Wir wollen es aber mal probieren. Wir wollen jetzt mal kurz schauen, gibt es irgendwelche Spezialangebote? Scheinbar gibt es keine. Müssen wir also hier mit den 7,5K-Packs weitermachen. Drückt mir die Daumen, dass da jetzt was richtig Gutes drin ist. 3 seltene Karten und wir kriegen Azar! Boom! Torgan, Azar vom Borussia Mönchengladbach. Super gut. Eieieiei, das ist schick. Das freut mich sehr. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man vielleicht ein paar Coins sich ertraden kann. Und ja, da gibt es halt den einen oder anderen Spieler, der vielleicht nicht verkehrt ist, den man sich vielleicht holen könnte. Blöd ist nur, dass es halt sehr viele andere Leute gibt, die jetzt auch halt mit traden und so weiter. Deswegen wird es halt sehr, sehr schwierig. Und ja, kann also jetzt inzwischen schon fast nicht mehr möglich sein. Also was es zum Beispiel gibt, es gibt viele schnelle, günstige in Anführungsstrichen Spieler, die vielleicht, was wert sein könnten. Wie heißt der? Solomon Kalou oder so? Aus der Bundesliga, hat 83 Pace, ist ein nicht seltener Spieler zum Beispiel. Da könnte man halt mal gucken. Bin mir aber auch nicht so sicher, ob das wirklich so hinhaut. So, wir wollen jetzt mal nach der Position ZOM suchen, um einfach nur mal zu gucken, wie Azar sich da schlägt, im Gegensatz zu Schwegler. Azar ist ein bisschen stärker, schneller, Physis ist nicht ganz so gut. Ja, die Verteidigung ist da halt nicht so stark, ne? Müsste man sich halt überlegen. Schwierig, ist echt sehr schwierig. Also ich würde ihn schon mal auf jeden Fall gerne auf der Bank haben. Okay, gucken wir einfach mal weiter, was wir vielleicht jetzt kriegen. David Alaba. Oh, David Alaba da. Bei dem David, da ist doch immer gute Chance. Hm? Vielleicht jetzt mal hier so ein schöner Inform. Nee, nicht so ganz. Aber ein weiterer Wolfsburg-Spieler. Und Atsu. Oh. Von Everton. Okay, ist ein ZOM mit 92 Pace. Also eventuell könnten wir da sogar was für rauskriegen. Das ist ein Peter Crouch. Bayer, okay. Erkin. Ja, also an sich haben wir hier ein paar gute Sachen. Ich muss sogar sagen, wir haben sehr viele Spieler hier, ne? Seht ihr das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler. Das ist richtig gut. 9, 10. Von 12 Karten 10 Spieler. Ey, das ist eigentlich das perfekte Pack, wo man gute Spieler ziehen müsste. Aber wir haben halt leider nur, ja, nicht die ganz guten gekriegt. Aber ist schon mal nicht gar nicht so schlecht. So, Bonera und Guzman, ja, ich glaube, die kann man abstoßen für 600. Da ist, glaube ich, nicht so viel zu holen. Könnte man natürlich machen. Aber natürlich kann ich im Vollbild nicht reinklicken. Okay, machen wir das mal eben wieder aus dem Vollbild raus. Ich wollte nach Atsu gucken.
ob man den vielleicht verhökern kann. Ach, guck mal an. Also Startangebot 1000. 1500, da geht er noch nicht so richtig weg. Will ich jetzt auch nicht unbedingt haben, den Spieler. Denke also mal, dass wir den mal raussuchen. Ach, guck mal hier, Messi. So, wir suchen einen Azu. Wie viel, was für eine Stärke hatte er nochmal? Irgendwas mit 70, ne? Da haben wir ihn. Der ist halt relativ schnell. Könnte man einfach mal anbieten. Ich kann auch viele von den Spielern hier anbieten, die ich ja nicht so brauche. Aber ich denke mal, dass wir hier vielleicht mit einem Startpreis von 1000 bis 1300 vielleicht gar nicht so schlecht stehen. Na, vielleicht habe ich mich jetzt auch da ein bisschen vertradet. Was soll's. Also ich denke jetzt nicht, dass wir den unbedingt haben wollen. Und vielleicht ein paar Coins so dafür haben. Das ist doch gar nicht schlecht. So, das war jetzt Pack Nummer 2, was wir uns gekauft haben. Wir holen uns hier natürlich noch eins. Nummer 3. Also gerade eigentlich das perfekte Pack mit 10 Spielern. Und jetzt kriegen wir hier Fazio, der IV von Tottenham. Leider so langsam. Deswegen wird er wohl kaum was wert sein. Und jetzt ist hier wieder eines der Packs, die man überhaupt nicht haben will. Jouffre. Okay, alle zum Verein. Ich gucke nochmal hier die aktive Mannschaft uns an. Da haben wir hier ihn. Austauschen. Suche. Da hätten wir ihn jetzt hier. Ist, ja, nicht so gut. Weil Schießen ist schlechter, Passen ein bisschen besser, Physisch schlechter, Defense. Nee, lassen wir also mal. Was ich überlegt hatte, halt auf Komplett-Bundesliga. Wir hatten ja noch den zweiten Wolfsburger dort. Haben sich auch überlegen. Okay, also wie viele Packs haben wir jetzt aufgemacht? Wir hatten 3, ne? Gut, machen wir nochmal hier eins auf. Es kribbelt ja, es ist ganz kribbelig, die ganze Aktion. Und wir kriegen wieder einen 78er. Tosic. Aber Rafinha von Barcelona. Schatom. Und sogar Münzen kriegen wir hier. Ein Tosic RM. Oh, könnte eventuell was wert sein. Weiß ich noch nicht. Könnten wir mal gleich gucken. Ansonsten Rafinha, ja, ZOM, auch nicht schlecht. Und natürlich die 1000 Coins. So, Gratis-Münzen einsammeln. Wir gucken also mal wieder hier raus. Transfermarkt, Transferliste. Ich glaube nicht, dass er so unendlich viel wert sein wird. Hier hat man das ja... Ja, guck mal, er verkauft schon eine für 700. Aber den hat er gerade reingestellt. Also könnte man eventuell denken, dass man vielleicht dazugreift und dann nochmal das versucht, den zu verkaufen. Aber ich habe das Gefühl, dass man da nicht so krass viel Gewinn mitmachen wird. So, also, wir machen, lass mich kurz nachdenken, 150 mal 5 wären also 500, 750. Also einer noch. Ja, ein Pack machen wir hier noch auf. Und wir hoffen jetzt mal auf einen richtig guten Knaller. Einen 81er. Philippe Melo, ZDM. Ja, ja. Marchetti, nur noch eine 79. Okay. Carrillo, RF. Ja. Britain. Philippe Melo. Also es ist schon mal auf jeden Fall ein stärkerer Spieler, aber jetzt auch nicht so mega stark, ne? Marchetti, echt nur noch eine 79. Ich weiß gar nicht, was er vorher hatte, aber ich meine, der war über 80. 83 oder so? 82, 83. Engine haben wir hier. Okay, packen wir mal alles zum Verein. Und damit bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.